Sollte das so aussehen? Bestimmt, das ist das neue Feature. Das ist das neue Feature. Ich glaube, wir sind noch im Weltraum, Lin, aber... Ah, jetzt sind wir unter Wasser. Ah, okay. Hallo meine Freunde der Tastenräuber und willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars Die Skywalker Saga mit dem wundervollen Lin 16 und dem Drabu. Drabu, guck mal. Was? Oh. Banane. Oh, Lin hat seine Banane ausgepackt und das schon am Anfang vom Part. Naja, das Beste haben wir somit gesehen. Ihr gebt irgendwie auf jeden Fall für Lins Banane einen Daumen nach oben und abonniert unsere Kanäle, wenn ihr mehr von Lins Banane sehen wollt. Wir machen weiter hier bei Lego Star Wars Die Skywalker Saga bei den 100%. Wir haben letztes Mal die Episode Nummer 8 abgeschlossen. Das bedeutet, wir gehen dieses Mal Womp-Ratten jagen. Außerdem bedeutet das, dass wir dieses Mal weitermachen werden mit dem Planeten. Mit tatsächlich, wir haben noch einen großen Sektor, der uns fehlt, den wir abschließen müssen. Mit drei Planeten, mit Dakar, mit Naboo und mit Passana. Aktuell sind wir hier im Spiel bei 90% schon angelangt. Also wir sind auch schon sehr, sehr weit. Und Lin darf jetzt entscheiden, ob es nach Dakar, nach Naboo oder nach Passana geht. Wo möchtest du hin? Passana. Passana reisen wir. Und zwar in den Weltraum, weil uns da noch zwei Personen fehlen. Auf geht's. Und da sind wir auch schon. Uns fehlen, glaube ich, noch zwei große von den großen Schiffen fehlen uns noch zwei. Also die müssen wir auch nochmal gucken, dass wir die irgendwann vielleicht auch nochmal holen hier. Hier ist ein Rennen auf jeden Fall. Das ist eine der beiden Personen. Würde ich gleich mal machen. Es gibt Aftak. Aftab Akbar? Ich überlege gerade, wo der her ist, aber es fällt mir nicht ein. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo der noch her ist. Und wir versuchen mal hier neue Speed-Rekorder aufzustellen. Warte mal, dann teilen wir uns auf. Ich gehe nach unten. Du gehst. Ach du bist nach unten, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin bin. Okay. Bin einfach, aber ich bin woanders als du gerade Dinge einsammeln, von daher ist das ganz gut. Diesmal sind sie aber auch deutlich näher beieinander, muss man sagen. Also diesmal ist es, glaube ich, machbarer. Wir haben 45 Sekunden. Jetzt. Also, let's go, schnellste Schrottmühle der Galaxis. Wir haben alle Rennen abgeschlossen. Okay, das war jetzt aber wirklich easy. Gott sei Dank. Das war schön. So sind Rennen okay, oder? Gerne mehr. Nee, also wir kommen jetzt langsam so immer wieder zu Ende. Also es kommen jetzt immer wieder die letzten Rennen, die letzten, keine Ahnung, Steine und sowas, kommen natürlich jetzt immer mehr. Ja, dann kommt der Michael immer näher. Warum der Michael? Achso, der Michael Ende. Ja, das hat kurz. wir reden mal hier. In all der Zeit beim Widerstand habe ich so das noch nie erlebt. Es kommen immer mehr Feinde. Wir haben alle schon einiges gesehen, aber das hier, du meine Güte. Ich kann gerade noch mit heiler Hülle davon. Wenn ihr da mitmischen wollt, müsst ihr die Bestform sein. Und am besten einen Plan B, C und D haben. Seid ihr bereit dafür? Haben wir einen Plan B, C, D? Ah, guter Witz. Moment mal. Meint ihr das ernst? Wollt ihr euch wirklich da einmischen? Ich frage nochmal, seid ihr wirklich sicher? Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Viel Glück, warnet euch kennengelernt zu haben. Ist Widerstand zwecklos? Wie viele Menschen ich wohl jetzt töte, wenn ich einfach einen Schuss auf diesen Planeten schieße? Ich weiß nicht, wie dicht Passana besiedelt ist. Nach der entsprechenden Episode 9 zu urteilen, war Passana jetzt nicht so krass besiedelt. Außer du triffst genau dieses Festival, von daher... Gewinnen. Aber ich bin müde. Wie lange kämpfen wir jetzt schon? Sag mir mal so, als dieser Kampf anfing, hatte ich noch keinen Bart. Ja, ich auch nicht. Okay. Konzentration, Leute! Wir bekommen Verstärkung! Jetzt wendet sich das Blatt. Mal gucken, ob uns nach diesem Rennen, nach dieser Mission ein Bart wächst. So, Lin ist, glaube ich, am letzten dran da vorne schon. Nein, vorletzte war's. Da ist der letzte hier gerade. Ne, das sind unsere Leute. Ja. Aber die sind in gutem Zustand, unsere Leute aktuell. Das ist angenehm. Ja. Und die nächste Welle. Ihr könnt uns nicht besiegen. Wir sind viel mehr als ihr. Und besser, Sir, oder? Was? Naja, wenn ich höre, wir sind viel mehr, klingt es, als würde nichts anderes für uns sprechen. Immer was zu meckern, du Wortklauber. Wie? Jetzt vernichten wir euch. Ganz jetzt bestimmt. Geht es euch an den Kragen. So müde. Mir fallen die Augen zu. So, noch ein paar abschießen von denen, dann kommen sie gleich nicht mehr her. Mein kaputt! Okay, er ist kaputt. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Nein, das kann nicht sein!
auch das. Sieg! Gut gekämpft, Leute! Mhm. Gut. Seht! Sogar der kleine Druide hat's überlebt! Moment mal. War der wirklich die ganze Zeit dabei? Anscheinend war er das. So, wo ist der deprimierte Druide, mit dem wir reden sollen? Da unten ist der deprimierte Druide. Dann reden wir doch mal mit ihm. Was hast du zu sagen? Damit hätte ich nicht gerechnet. Ihr habt tatsächlich gesiegt. Das war beeindruckend. Zwar nicht höchst beeindruckt, aber immerhin. Dank euch können diese Piloten weiter für den Widerstand kämpfen. Aber nicht heute, denn nach dem langen Kampf wollen sie erstmal ausschlafen. So sei es, so sei es. Ist der Widerstand zwecklos? Nein, er war nicht zwecklos. Wir konnten damit alle Gegner besiegen und haben damit den Sturmtruppler der ersten Ordnung freigeschaltet. Und jetzt können wir uns entscheiden, ob wir auf Passana landen wollen. Genauer gesagt, wo wir auf Passana landen wollen. Weil auf Passana hat man ja die Möglichkeit, auf zwei verschiedenen Orten zu landen. Ach nee, es gibt nur das verbotene Tal. Okay, der andere Ort. man kann aber auf Passana noch zu einem anderen Ort. Deswegen habe ich kurz gedacht, aber nevermind. Wir starten auf Passana. Sollte das so aussehen? Bestimmt, das ist das neue Feature. Das ist das neue Feature. Ich glaube, wir sind noch im Weltraum, Len, aber... Ah, jetzt sind wir unten auf Passana. Ah, okay. Ich dachte schon, das wird ein Top-Down. Nee. Aber auch immer mal wieder ein neuer Top-Bug dafür gewesen. Ja, nicht schlecht, gell? Ja. So, dann gehen wir mal auf Steinesuche, würde ich sagen. Mhm. Und, sonstige Dinge suchen. Len ist gleich zum Java geworden vor Freude. Hui. Wo bist du? Du bist auf der Seite. Ich verschieße meine Netze. Dann verschieß deine Netze, Spider-Len. Spider-Len. Das wurde aber Len können. Jetzt kann ich doch zu dir. Nee, ich muss auch da hoch. Die Sachen, die ich brauche, sind alle da oben. Okay. Was denn? Dann nimmt er einfach meine... Darf ich nicht? Meine Netze. Darf ich nicht nehmen. Außer ich habe den Kopf verliegen. Ja. Ah. Spoiler, mein Name ist jetzt raus. Ab sofort nicht mehr Franz, sondern Günther. Der Günther. Der Günni. Nee, das ist ein anderer Beruf. So, wo müssen wir... Das ist auch noch ernsthaft den Stein weggenommen, den ich haben wollte? Ja, mein Stein wurde mir auch hier oben... Aua! Mein Stein wurde mir hier oben angezeigt. Mein Stein wurde mir wirklich da oben angezeigt. Ja, das kann ja sein, aber es war der Stein, den ich holen wollte. Okay. Dann hol ihn doch, Len. Du hast ihn dann nicht geholt, wenn du ihn holen wolltest. Ah! Es ist schön, mit mir zu spielen, oder? Wunderschön. Wunderschön. So, wunderschön ist auch der... den... Ausblick. Was? Ja, der Ausblick. Der Len, ihr könnt euch aussuchen, was noch wunderschön ist. Ich sehe die Fremden hier in Passana, die ihre Netze auf alle möglichen flachen Oberflächen feuern und dann einfach daran hochklettern. Das ist irre! Ich werde mein Leben dem Studium von Netzen widmen. Okay, mach das mal. Mhm. Ich hoffe, es bringt dich weiter persönlich und du kannst dadurch auch dein persönliches Glück auch irgendwie finden durch diese Erkenntnisse, die du bei diesem Studium gewinnst. Mhm. Die veröffentlichte Arbeit heißt dann das Netzwerk. Das Netzwerk, okay. Kaiberstein. Wo wirst du denn schon wieder sein? Wie kommt man denn da hoch? Die Karte verrät es dir. Die Karte ist tatsächlich ziemlich hilfreich meistens bei solchen Sachen. Man muss nämlich rüberfliegen, glaube ich, um auf die andere Seite zu dem Stein zu kommen. Ja, das machst du schon. Mach ich, ja. Du dann kannst lass du... ich dich das machen. Ja, dann lass mich dann da machen. Dann entscheide ich mich nicht für diesen Stein und bin dann nicht wieder enttäuscht, wenn du ihn mir klaust. Oh, ja. Da sitzt noch tief der letzte Stein. So, bauen wir mal gleich wieder hier unsere Schwebemeisterin. So, einmal den Gleiter hier und dann... Geht auch schon darüber. Jawohl, ja. Nice. Willkommen auf Passana. Also war diesmal nicht der leichteste Stein oder der erste Stein, den wir bekommen haben. Das war ja sonst oft der Fall, wenn wir auf den Planeten gekommen sind. Naja, wir sind trotzdem zufrieden mit jedem Stein, den wir bekommen. Wie viel gibt's im verborgenen Tal eigentlich? Wie viele Sachen? Entschuldigung für die Unterbrechung. 28 gibt's hier. Okay. Zwei Schiffe und drei Charaktere. Krass, sah gar nicht so viel aus. So, wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Oh, hier muss ich aber warum ist der jetzt zu? Warum nicht, Len? Ich seh's. Oh, ich seh's. Ich hab so das Gefühl, man kann hier eigentlich gar nicht oben hin. Ich bin hier schon wieder an Ordnern, zu denen ich gar nicht soll. Aber ich habe hier dadurch abgekürzt. Dann muss ich nicht von unten das machen. Ah, sehr gut. Schimmernder Schotter haben wir hier bekommen. Eins von vier, ich habe erst drei gesehen.
Was sollen denn hier 28 von den Dinger sein? Das bezieht sich, glaube ich, auf die gesamte Welt, oder? Oder sind die alle da? Nee, das sind noch niemals 28 hier. Nee, die sind da irgendwo anders noch, glaube ich. Naja, wurscht. Holen wir jetzt erstmal die hier. Okay, das ist machbar, aber wo ist die 4? Ich lande schon wieder ordentlich am Ballern hier, habe ich das Gefühl. Ja, aber wo ist die 4? Aber wo ist die 4? Aber wo ist die 4? Und was ist mit der Druidenattacke auf die Wookies? Oder ich weiß nicht, wie es ist. Druidenangriff sagen sie im Film. Entschuldigung, Druidenangriff. Ich habe gerade noch die englische Version im Kopf gehabt. Das tut mir leid. What about the droid attacks? Oh, der möchte hier irgendwas von mir. Was möchtest du denn? Willkommen, Reisender. Ich bin die Hüterin der Akiki-Kinder. Ich sollte Ihnen eine Geschichte erzählen, aber meine kleine Helferin ist leider krank. Die heutige Geschichte ist Ihre Lieblingsgeschichte. Aufstieg und Fall des Panakin-Freischalkers. Achso, Anakin. Ich habe die Namen geändert, damit sie nicht herausfinden, dass sie wahr ist. Warum fangen wir nicht am Anfang an? Als ein Jedi-Ritter namens Bygon Jim den jungen Panakin-Freischalker traf. Ja, Dortmunder hassen diesen Freischalker auch. Nein! So, ich glaube, ich habe die Figuren gefunden. Jetzt müssen sich, warte mal, das ist Obi-Wan. Das ist wahrscheinlich Qui-Gon hier. Wo ist Anakin? Oder brauche ich mir... Warte mal. Also nehmen wir den hier erstmal. So. Ja, dann steck ihn auf. Hier, ich muss ihn hier einstecken. So, den jungen Anakin. Sieht eher aus wie ein Luke hier eigentlich, aber es wird wahrscheinlich der junge... Das wird der junge... Das Anakin sein. Also der junge Anakin sieht aus wie ein Luke, meinst du? Panakin, Entschuldigung. Ja. Das ist der junge... Der sieht doch so aus. Das ist der Panakin. Der Panakin. Okay, da brauchen wir tatsächlich ein bisschen Star Wars wissen. Oder zumindest mal Star Wars gesehen haben, um das zu verstehen, das Rätsel. Jetzt zeige ich eins von den cooleren. So, Chefin war anscheinend richtig. Als Bygon-Jin den jungen Panakin zum ersten Mal traf, soll er geglaubt haben, dass er der Auserwählte sei. Genau. Also nahm Bygon-Jin den jungen Panakin mit und beschloss, dass er ein legendärer Jedi-Ritter werden sollte. Kommen wir zu dem Moment, als der erwachsene, launische Panakin einen großen Streit mit seinem Meister Dopiwan hat. Könnt ihr bitte die Figuren des erwachsenen, launischen Panakin und Dopiwan in unsere Vorführung einbauen? Jo, Obi-Wan ist der andere Typ da gewesen. Aber ist schon witzig, mit so ein paar Steinen zusammengebaut und du weißt sofort, wer ist. Eigentlich schon gut gemacht, muss man sagen. So. Einmal den hier drauf. Und Anakin ist dann wahrscheinlich der in dunkelbraun hier. Ja, das müsste auf jeden Fall der launische sein hier. Das passt auf jeden Fall, denke ich. Ja, wunderbar. Viele Jahre später, auf einem fernen Ofenplaneten, ist der junge Panakin erwachsen und voller Hass und Angst. Len ist auch schockiert. Davon geblendet verriet Panakin seine Freunde und sogar seinen Meister Dopiwan. Es endete in einem Duell, das über ihr Schicksal entscheiden sollte. Ja, so ist es nicht geendet. Original. Original, so. Es ist fast Zeit für das große Finale unserer Geschichte. Wir warten auf euch. Geht und stellt die Figuren auf. Es gibt nur noch zwei. Ja, das ist aber die Luke-Figur. Hier wahrscheinlich Luke. Das ist wahrscheinlich Puke. Puke Skywalker kämpft gegen Love Kader. Oder so. Schauen wir mal, wie das hier ausgeht. Path Vader. Okay. Schauen wir mal, sie wird es uns gleich erzählen hier. Nachdem er seinen Kampf mit Dobi-Wan verloren hat, verwandelte sich unser junger Panakin für immer in den Sith Lord Darth Leder. Okay, das ist schon wieder lustig. Nachdem er herausgefunden hatte, dass Duke sein Sohn war, versuchte Darth Leder Duke davon zu überzeugen, sich ihm anzuschließen. Doch Duke, der Held der Geschichte, erkannte, dass es ein größeres Übel gab. Der legendäre wurde Darth Leder wieder gut und besiegte dieses große Übel, zusammen mit seinem Sohn Duke. So wurde der Frieden in unserer Galaxis wiederhergestellt. Hat er lang gehalten. Ende. Wow.
Oh, das wäre schon, das ist zum Beispiel eine coole Nebenquest gewesen, fand ich. Also eine, die ist eben nicht... Die Höhle mit der stillen Disco ansehen. Ich gehe nur da nur hin, wenn alles einwandfrei läuft. Also eine, die eben nicht auf jeder, eine Nebenquest, die eben nicht auf jedem Planeten ist, wie diese anderen nervigen Nebenquests. Das war eine super Nebenquest. Auf der Suche nach dem Wookie-Cookie? Nein, ich hatte ihn nicht bestellt, aber ich gebe keine kostenlosen Snacks aus. Also müsst ihr ihn mir bezahlen, wenn ihr ihn zurückhaben wollt. Okay. Vielen Dank, sehr freundlich. Die Nachfrage nach Wookie-Cookies hat in den letzten Jahren wohl zugenommen. Oder ihr seid einfach nur ein Sammler von reimenden Leckereien. Alles möglich. So, gib mal den Cookie her. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Wahrscheinlich zu zweit. Vermutlich, ja. Ich versuche gerade noch herauszufinden, wofür ich überhaupt den Wookie-Cookie brauche. Also ich habe gerade einen Wookie-Cookie bekommen, aber ich weiß überhaupt nicht, warum ich ihn bekommen habe. Für den Wookie? Ja, aber wo ist der Wookie? Ein Cookie für den Wookie? Ja, es ist mir zwar ein zweiter Cookie angezeigt, aber mir ist nicht angezeigt, wo die Sachen hin müssen. Das ist verwirrend. Aber ich hier wollte Essen. Von hier oben die Aussicht über das ganze Fest genießen. Aber dann habe ich gesehen, dass ein Schmuggler einen Küberstein auf diesem Turm versteckt hat. Seht ihr ihn? Ja. Ihr könnt euch das Ding nur holen, wenn ihr wie ein Drachen gleiten könnt. Oder ein Drachen seid. Moment. Drachen sind Lebewesen, richtig? Nein. Niemals. Aber das ist eine Mission für dich. Weißt du, die Drachenmission ist eine Mission für mich? Okay. So, ich würde jetzt trotzdem noch gerne wissen, brauchst du die Cookies? Es gibt Geschichten von Jedi, die unser Fest besucht und mit der Macht Kisten gestapelt haben. Ah ja, um dann an hohe Klippen zu gelangen. Und dann haben sie mit ihren Lichtschwertern getanzt. Aki Aki. Ja, die Weisheiten des Aki Aki. Helfen mir aber auch nicht weiter. Akira. Aber vielleicht, irgendjemand muss eine Quest für uns haben, wo wir das bekommen. Vielleicht willst du die Cookies haben. Alle meine Freunde konzentrieren sich so sehr auf diesen Drachenwettbewerb, dass sie nicht mit mir abhängen wollen, weil ich es nicht so drauf habe. Ich möchte nur meine Freunde zurück. Aber ich weiß was. Wenn du den Drachenflugkurs durchläufst, kann ich allen erzählen, dass du mein cooler neuer Drachen bist und ich dich die ganze Zeit gesteuert habe. Das klappt ganz bestimmt. Du hilfst mir? Danke. Achte nur darauf, dass du durch alle Ringe gleitest. Geh jetzt irgendwo doch hoch hinaus und fang an zu gleiten. Hör hinauf, Entschuldigung, wenn du bereit bist. Ich hab Kuchen. Ah, ja. So eine Quest ist das. Das steht noch nicht da. Okay. So, ich muss ein Drachenrennen abschließen. Jetzt ist die Frage, wo ich da überhaupt hin muss zum Drachenrennen. Androide geht herum und erzählt den Leuten, wie köstlich die Süßigkeiten hier sind. Ich werde die Gratiswerbung nicht ablehnen, aber wir sind so sehr mit Kunden beschäftigt, dass ich verwirrt war und falsche Bestellungen aufgegeben habe. Ich reiße euch nur ungern von den Feierlichkeiten weg, aber ich stecke in einer Zwickmühle. Könntet ihr die falschen Bestellungen ausfindig machen und sie den richtigen Kunden geben? Aber natürlich. Ich warte auf einen Hot-Eistee. Wo bleibt er? Okay. Da sind auf jeden Fall die Kunden. Und da oben sind auch die Drachenflieger, sehe ich gerade. So, ich habe 30 Sekunden Zeit für für die Mission hier. Ausgezeichnet, mein Kuchen ist da. Jetzt finde ich heraus, wie köstlich diese Dinger wirklich sind. Ich habe intuitiv der richtigen Person die richtige Sache gegeben. Wow. Und ich hab's verkackt. Nein. Ja, okay, ist machbar, wenn man es nicht verkackt. Ist easy machbar. So, das war jetzt nur Bronze, aber das können wir besser. Das kriegen wir besser hin. Du bist noch mit deinem Eistee beschäftigt. Der Hot-Eistee. Ich brauche auch noch die Wookie-Cookie. Ja, der müsste noch irgendwo rumliegen. Den habe ich ja irgendwo da gedroppt. Schön. Hilfreich, oder? Sehr hilfreich. Dachte ich mir. Wookie-Cookie-Cookie-Cookie-Cookie-Cookie. Jawohl, ja, das sieht doch richtig gut aus. Nice. Da ist die goldene Medaille. Aber eigentlich ist das auch ein Rennen gewesen. Warum haben wir vorhin schon ein Rennen? Aber diesmal ist ein Rennen in der Quest versteckt und deswegen zählt das nicht als normales Rennen. Es war kein Raumschiffrennen. Ja, genau. Wookie. Dann musst du irgendwo den Ding. Den Wookie Cookie hatte ich da in dem Zelt liegen lassen, wo auch die Kiste stand. Was? Wo ich versucht habe, ich zeig's dir gleich. Ja, bitte. Ah, ich glaube, ich hab's. Wow, dein Kunstflug war fantastisch. Ich kann nicht glauben, dass du das wirklich warst. Ich war es nicht. Mein Freund hier hat mir zum Sieg verholfen. Ich wollte nur, dass ihr euch nicht nur über meinen Drachenfliegen lustig macht.
kann nicht alles wieder so sein, wie es vor diesem Wettbewerb war. Du hast recht, diese Drachen haben uns auseinandergerissen. Verflucht seid ihr Drachen. Eure hypnotischen Flattern und majestätisches Aufsteigen haben meinen Geist vergiftet. Ich widme mein Leben der Zerstörung aller Drachen in der ganzen Galaxis. Klar, oder wir könnten einfach wieder Freunde sein, wie wir es waren, bevor diese Drachen uns verdorben haben. Ja, macht ihr mal. Wookie Cookie. Ah. Steine, Steine, Len hat den Wookie Cookie gefunden. Würde ich sagen, alle sind zufrieden hier. So, gehen wir mal weiter suchen. Alle Happy Peppy. Der Happy Peppy. Happy Peppy. So, was kann man hier holen? Ein Küberstein. Korb? Solo. Solo. Len ist Solo. Wenn Drabo nicht reagiert. Ja, ich muss hier nicht reagieren. Oh je, ich habe meinen Rasseldarf beim Feiern auf dem Fest verloren. Ich nehme meine Heiterkeit sehr ernst. Und ohne mein Lieblingsinstrument ist es einfach nicht... Oh, es ist auch eine Sie. Ist es einfach nicht dasselbe? Bitte helft mir, es zu finden. Ich habe überall gesucht, aber kein Glück gehabt. Jo. Ich bin zurückgegangen und habe nichts gefunden. Also könnt ihr euch umhören, um festzustellen, ob jemand anderes es gesehen hat. Yo, Partybremse auf Passana. Ein noch abschießen, dann hast du es eh geschafft. Wunderbar. Wow, ich hab die ersten 10 Sekunden nichts gemacht. Naja, manche sind schwierig, sie sind unterschiedlich schwierig auf jeden Fall, diese Missionen immer. Nein, ich habe es nicht gesehen. Aber ganz zufällig habe ich hier auch etwas verloren. Ich habe es auf keinen Fall fallen lassen. Vielleicht wurde es gestohlen. Ach egal, das ist mein nach dem Festproblem. Okay. Nicht hilfreich, aber lustig. Na, dann fragen wir noch ein paar andere Leute, die hier vielleicht noch mehr uns weiterhelfen könnten. Da bist du. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Ich muss mein eigenes verlorenes Eigentum finden. Aber wenigstens hat der Typ, der vorhin unbeschwert lachend in die Höhlen rannte, seinen Spaß auf dem Festival. Okay. Das ist natürlich gut für den Typ. Das können wir dem anderen Typ gleich mitteilen, dass irgendjemand von... Ach nee, wir müssen jetzt in die Höhle selber gehen. Ich helf dir mal. Ach, das ist die Höhle, wo du vorhin schon gestruggelt hast? Nein, das ist eine andere Höhle. Das ist eine andere Höhle. Hier gibt's mehr als eine Höhle. Ja, die andere Höhle, die ich gestruggelt habe, war hier. Okay. Direkt gegenüber. Direkt gegenüber. Die Höhle von gegenüber quasi. Mhm. Ah, wir müssen erst mit der Höhle reden. Die Höhle ist leider geschlossen. Kommt niemals wieder. Ciao. Okay. Oh, und wenn die Leute auf dem Fest von fehlenden Sachen reden, ignoriert sie einfach. Sonnenstich. Was? Ein Dieb? Ich darf sehr bitten, immerhin bin ich ein respektabler Truppler der ersten Ordnung. Nur weil ich in einer abgeriegelten Höhle wohne, führe ich nichts Verdächtiges im Schilde. Schön. Ich zeige euch mein Gesicht, wenn ihr dann geht. Seht her, ist dies etwa das Gesicht eines unehrlichen Trupplers, der den Leuten ihre Sachen klaut und sie verkauft, um nebenbei ein paar Credits zu verdienen? Eben. Und nun lasst euch finster anstarren. Len hat hier gleich... clever. Ja, dann machen wir doch mal auf hier. Boah, ich fühle mich komisch. Wer hat die Tür geöffnet? Boah, das warst du, ne? Hey, wie seid ihr hier reingekommen? Oh, das ist billig. Der alte Gedankentrick. Nun, ich habe diese gestohlenen Waren. Beeindruckende Ausdauer und dieses raffinierte Jetpack. Also, bis dann. Ey! Ey! Bleib da! Bleib da, nicht wegfliegen! Junge! Dieses Ding wird mir nie langweilig werden! Oh, das hat wehgetan! Soll auch wehtun. Das ist gefährlich. Ich fliege hier. Alter, ich will auch mal so ein Jetpack in dem Spiel haben. Also so ein richtiges Jetpack, wo du so richtig geil mit hochfliegen kannst. Das wäre mal was Vielleicht hier im Spiel. Vielleicht kannst du das mit diesem Truppler. Ich bezweifle es sehr stark, dass wir dieselben Fähigkeiten haben wie er. Ihr habt unsere vermissten Habseligkeiten gefunden. Mein Rasseldorf. Die Kette meiner Großmutter. Meine Lieblingsbadeente!
Ja, die nehme ich auch mal mit zum Festival. Mein eingerahmtes Bild vom Senat? Moment, das gehört mir nicht. Okay. Ja, vielen von uns geholfen, unsere wertvollen Besitztümer wiederzubekommen. Außer dieser einen Dame, sie muss es irgendwo verloren haben. Jedenfalls danke ich dir, freundlicher Besucher. Jo. Zumindest waren wir nicht die Partybremse hier auf Passana. Oh, ganz da oben ist auch nochmal. Ja, den habe ich gerade im Visier, glaube ich, den da oben. Oh, Langweiler, Wahnsinn. Oh. Ja, Wahnsinn, ich gehe zu einem anderen. Dann geh doch zu einem anderen. Stoffturmspitze! Okay, was haben wir denn hier? Ich habe ein Rätsel, das ist schon mehr auf meiner Wellenlänge, weißt du? Ja. Ich kann mir der Drabo auch nicht stehlen. Drabo, der olle Rätseldieb, man kennt ihn. Ah, ich bin, glaube ich, bei der Höhle gerade, die dir vorhin schon Freude bereitet hat. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem solltest du unbedingt unsere Kanäle abonnieren, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Da oben kommst du dann auch schon zum nächsten Video dieses Projektes und da oben kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!